So, und da bin ich wieder zurück. Ach ja, ein Elend mit diesem Ding. Immer nach einer Stunde, da kackt das Ding einfach ab. Naja, ist ja egal. So, wir laden wieder die Daten. Haben wir ja nicht viel nachholen müssen. Ich speichere ja zum Glück immer regelmäßig. Was war das jetzt? Da ist Fernseher. Oh. Ja, Okay, was haben wir jetzt da bekommen? Eine neue Waffe! Die mit Atomenergie läuft! Wooms! Ja, das Ding, das hat schon einen ordentlichen Durchschlag. Ich drehe mich um und Boots One-Shot. Oh. Fire! Give me so fire! Was passiert eigentlich, wenn ich da reingehe? Oh, das passiert also. Gut zu wissen. So, das ist wohl ein Laserstrahl. Das führt denn das hin? Oh, Munition. Oder wissen, wo das Ding hier hinführt. Es führt hier hin. Primary, aha. Primär. Shield is powered before firing laser. Ja, natürlich. Braucht so ein Ding, um den Schild runterzulassen. High Voltage. Hey. AUX 1, 2, 3 und 4. Achso, wir müssen 4 von den Dingern hier aktivieren. Dann wird das Gerät hier anscheinend bepowert. Keine Ahnung. Vielen Dank für die großzügige Spende, meine Herren. AUX 01, okay. Dann muss hier AUX 02 sein, nehme ich an. AUX 02, okay.
Gut, dann schätze ich mal, müssen wir zu 03. Primary 04. Ich glaube, es ist jetzt egal, in welcher Reihenfolge wir das machen, aber... Ja, das Spiel hat auch immer wieder Überraschungen für uns übrig. So, dann drücken wir mal hier drauf. Aha, ja, das stimmt schon alles. Gut, das funktioniert. So, machen wir mal jetzt ein bisschen flott. Aber für was kriege ich denn ständig Munition, ey? Das gibt's doch nicht. So, gut. Jetzt will ich aber erstmal gucken, was passiert, wenn wir das hier einstecken. Einfach mal so testhalber. Mit dem Käfig verdampft. Was nu? Ach, ich muss erst wieder aufladen oder was? So, was ist jetzt passiert? Alles aus? Ah, ja, ein schönes Loch. Komisch, dass er sich nicht verbrennt, der Freeman. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Aua. Oh Mann. Guten Tag, der Fellow Scientist. Oh, thank God. Get us out of here, before those military drones figure out where we're hiding. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Yes, but you'll have to shut down the surgical unit first. That fool Peter switched it on, but I'm afraid he never made it back. Oh, ja. Also gut, irgendeiner baut Mist. Ich muss es wieder ausbügeln. Sagen die noch was? Nö. So, schön geduckt bleiben, dann ist das Ganze ja kein Problem. Ja. Wow! Also meine lieben Kollegen... No! Oh. Ich habe wieder mal seit 100 Jahren nicht gespeichert. Oh, ärgerlich. Mist, okay, Entschuldigung, tut mir leid, wir rushen hier mal schnell durch. So, das anschalten, das fährt ja von alleine hoch, muss ich nicht warten, bis das an ist.
Schnauze. So, ich glaube, das wär's dann auch schon. Speichern. Halt. Scheiß Stecker hier noch raus. Und dann Feuer frei. Instant Death. So, da rutscht man wieder in den Ladebildschirm rein. Dann muss ich nochmal speichern. A fellow scientist. Oh, thank God. Get us out of here. Before those military drones figure out where we're hiding. Ja, quatsch schneller, quatsch schneller. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Yes, but you'll have to shut down the surgical unit first. That fool Peters switched it on. But I'm afraid he never made it back. Weinen. Ja. Gut. Nein. Nice work, Doc. Yes, fantastic. All right, folks, let's get the hell out of here. Damn, that was close. So. Gut, diesmal hat's ja ganz schnell geklappt. Ganz schnell und ganz gut. Und mit den drei Kollegen hier machen wir uns jetzt auf den Weg und hauen hier ab. Stellt sich nur die Frage, wohin hauen wir ab? Nach hier, okay. Mach hier nur mal kurz einen Zwischenstopp. Wait, what? What is it? Anyone else think this was a bit too easy? Something's not right. Gordon, you don't mind taking a look, do you? We'll stay here for a moment. I'll cover them. Na, mach mal. Oha. Ja, wovon denn überall? Oben sind sie. Komm mal runter. Mann. Na, jetzt komm da auch mal. Look what you did. Oh,
shit. I can't believe what you did. My God, it's hell out there. The facility must be under complete military control. You'll have to sneak and fight your way from one end to the other. I don't expect you'll meet many of our peers along the way. If you somehow survive long enough to make it across the base, you'll find the labs where the rest of the science team has taken shelter. I couldn't dare risk venturing out there, but I can inform those of us who remain in the Lambda complex that you are coming. Now, don't go running pell-mell into this bloody war zone. Even with that suit, the odds are stacked against you. If you simply stay out of sight and listen to me, you may just live to see the Lambda Labs. Well, partner, afraid this is where we part ways. I'm gonna hang back a bit and help out these two. You take care of yourself. Well, da bin ich auch tatsächlich in den Ladebildschirm gelaufen. Passen Sie da draußen auf. Ja, naja, natürlich. Gordon, maybe if you... Ja, na sicher, na sicher, na sicher, na sicher, na sicher. Gordon, maybe if you... Da haben wir das Thema jetzt auch geklärt. Ich wusste, ich hätte das Scheißteil nicht anfassen sollen, ey. Na gut, ich werde jetzt hier nochmal schnell das Leveling angucken. Weil dann werde ich auch mal wirklich eine Aufnahmepause machen. Da habe ich jetzt genug aufgenommen. Das macht aber auch Bock, ne? Muss man sagen. Wägelchen. Oh, da ist Energie drin. Huch. So, da ist wieder explodierendes Zeugs. Das lassen wir mal in Ruhe. Medikits. Raben. Nun denn, nun gut. Dann würde ich sagen, wir machen hier das nächste Mal weiter. Ich speichere nur mal kurz ab. So, zack. Haben wir gespeichert, einen richtigen Spielstand gemacht. Und ich verabschiede mich aus dieser Aufnahmesession. War ein bisschen chaotisch, die Aufnahmesession, weil das Spiel immer abgekackt ist. Aber naja, gut. Wie es ist, ist es halt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, Freunde.